Betrachte das als deine DedSec-Taufe, Retro. Deine Mission, wenn du sie annimmst, ist es, Blooms Sicherheitstüren zu umgehen und reinzukommen und dann dein persönliches CTOS-Profil zu finden und zu löschen. Was sie auch gegen mich in der Hand haben, alles erlogen. Und ich lasse mich nicht mehr schikanieren. Noch ein Grund für eine Säuberung. Wir werden zusehen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Übrigens, habe ich dir eine Playlist als Soundtrack gemacht. Hoffe, sie gefällt dir. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Watch Dogs 2. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin der Sarazar. Und wir spielen hier mal wieder ein Hacker-Abenteuer. Ich habe ja auch schon Watch Dogs 1 gespielt, musste das allerdings aufgrund von einem defekten Savegame beenden. Somit auch das Let's Play nach einigen Folgen. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob wir hieraus ein Let's Play machen werden. Es soll sich viel verbessert haben, es soll vieles cooler geworden sein in diesem Open-World-Spiel. Und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern direkt mal hier mit dem Tutorial loslegen. Hopsen wir doch mal rüber. Yeah, netter Slide. Die Story soll übrigens eine neue Story sein, also es soll nicht so viel mit dem alten Spiel zu tun haben. Dennoch gibt es natürlich einige Übereinkünfte und einige Hints, Hinweise und was auch immer. Da vorne ist ein Wachmann. Und da hätten wir eine Kamera. Ja, und ihr seht schon, für die, die Watch Dogs nicht kennen, in diesem Spiel geht es um Hacking. In diesem Spiel geht es um kriminelle Aktionen und um vieles mehr. Um schlimme Finger und was weiß ich was. So, wir können auch irgendwie die Jungs analysieren hier. Und da sehen wir, der verdient $93.200 und postet gerne Fanarts online. Also machen die auch gerne viele aus der Community. Gibt es ja richtig coole Sarazar-Fanarts. Vielen Dank dafür. Freue ich mich immer sehr. Und guck mal einer an hier. Ach, wegen Phobien ist der in Hypnosetherapie. Haben sich natürlich auch wieder Sprüche ausgedacht. Das sind auf jeden Fall die Wachmänner. Das ist Mr. Möwe. Der kommt hier auch gerade zurecht. So, jetzt mal von Deckung zu Deckung hechten. Ich muss natürlich erstmal ein bisschen ins Spiel reinkommen. Spiele ich jetzt mit euch direkt hier zum ersten Mal quasi. Und schleiche mich jetzt hier gegen Wachmann. Einmal um die Ecke bitte. Nochmal zur nächsten Deckung. Und ich glaube, wir sollen den jetzt umnatzen, wenn ich das richtig sehe. Uiuiui, das war knapp. Hier soll ich in Deckung bleiben. Der hätte mich beinahe gesehen, der gute Herr. Auf jeden Fall wird er danach weitere Phobien haben. Zicki. Was war das denn? Was ist das denn für eine Schwinge? Für eine Flitsche? Für eine kleine? So. Was haben wir denn jetzt da? Eine Pistole? Na schön. Finde ich nicht schlecht. Können wir gebrauchen. Falls es mal brenzlig wird. Obwohl wir natürlich möglichst niemanden töten wollen. Denn wir sollen wahrscheinlich gute Hacker sein, will ich mal behaupten, oder? So, hier sind wir auf jeden Fall jetzt in San Francisco bei einer Serverfarm und müssen in dieses schöne Gebäude eindringen. Da 59 Meter. Gucken wir gerade nochmal in die Kamera, dann sehen wir das auch noch ein bisschen besser. Nochmal gerade hier zur Erklärung und weitere Informationen über die Leute brauchen wir nicht. Da müssen wir uns jetzt irgendwie rüberschwingen. Am besten so, dass nichts in die Hose geht. Ja, von Auto zu Auto hechten, das ist schon mal ganz gut. Oh. Nicht, dass die mich jetzt sehen. Ich frage mich, wo er jetzt hingehen wird. Ist natürlich nicht so ein schöner Job, Wachmann. Sehr langweilig stellenweise. Und wenn dann die Action beginnt, hat man meistens schon vor Langeweile keine Aufmerksamkeit mehr und kriegt direkt auf den Sack. Patsch! Junge, Junge. Was ist das für ein interessantes Gerät? Eine Bowlingkugel verpackt mit einem Gummiseil oder irgendwie sowas? Der Todesjojo. Oder vielleicht auch die Todesflitsche. Auf jeden Fall kriegt er sie jetzt nochmal ab hier. Tschüssikowski. Ja, ich wollte ja jetzt nicht schießen, ne? Ich habe die jetzt mal im Nahkampf eliminiert. Den Feind. So eine Herausforderung war das jetzt nicht. Okay, da kriegen wir jetzt Informationen über das Objekt. Und wir müssen da irgendwie oben zum Sicherungskasten, damit wir dieses Schloss öffnen können. Wir werden hier natürlich San Francisco bereisen können, aber wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da ein komplettes Spiel zu machen werde. Let's Play natürlich. Spiel ist gut, das ist ja schon ein fertiges Spiel. So, das Ding wäre gehackt. Ein paar Folgen gibt es aber auf jeden Fall, um mal so ein paar Einblicke zu haben. Denn ich weiß auch gerade nicht, ob der Gronkh das nicht auch spielen wird. Und wir teilen uns die Spiele ja immer auf. Aber wegen seinem Umzug-Chaos konnten wir das kaum absprechen jetzt diesmal.
So, Türe ist geöffnet, sie ist am Öffne dich. Und drin sind wir. Das ist Zeitverschwendung. Er ist nicht drin. Hab dich. Das ist er also. Er hat eine Knarre. Ist das ein Problem? Also, für Probleme habt ihr doch mich hier, oder? Stopp die Zeit. Ich bin neugierig. Zu spät. Er ist drin. So schnell? Und sag nicht, ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Nee, keine Ausflüchte. Eine richtige Antwort. Ich stehe einfach nicht auf Aliens. Videospiele. Es ist nicht bloß ein Alien, es ist... Hat hier noch jemand Probleme mit seinem Head? Oh Gott! Marcus Holloway. Wer ist das? Das ist... Retro. Der Home Domain Awareness Hacker? Der Retro? Ja. Das hatten wir doch gesagt. Ja, ich höre nie zu. Es ist der Retro. Oder auch Marcus Holloway, in dessen Rolle wir hier schlüpfen jetzt. Schon zu Beginn des Spiels. Was haben wir denn hier Schönes? The future is in bloom. Okay, da vorne können wir es hacken. Schauen wir uns mal näher an. So, und jetzt sehen wir den NetHack und da können wir uns dann irgendwie... Ah, nach da oben müssen wir uns begeben. Sehr interessant. Hier vorne hätten wir auch noch eine Kamera, da vorne hätten wir eine Kamera. Und da sollen wir uns in diesen Laptop schleusen, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja interessant. Dann machen wir das doch mal. So, wie kann ich das jetzt? Ah, mit X. Alles klar. So, den Zugangsschlüssel hätten wir. Praktisch. Jetzt müssen wir das hier einfach öffnen können. Schön, auch geöffnet. Wir sollen unser Profil löschen hier in diesen Serverfarm und den Serverturm abschalten. Was ist natürlich. Er ist in Oakland aufgewachsen, aber in... Was wir wissen ist, dass er im DeadSec-Chat rumhängt und wirklich gute Referenzen hat. Also wollten wir ihn mal testen. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Bisher hat es noch keiner geschafft, sein CTOS-Profil zu löschen. Ich will sehen, ob er clever ist, stur ist oder beides. Also ein Test von Hackern, die uns hier beobachten. Ich frage mich gerade, wer uns denn gesehen hat hier eben. Ich sollte vielleicht auch die Kohle von den Typen mitnehmen. Okay, der könnte interessant werden. Wir müssen irgendwie weiter nach oben kommen. Einmal kurz in Deckung gehen. Und den überraschen wir dann, den guten Herrn. Ich brauche keine Informationen über ihn. Der wird seinen Kaffee nicht mehr trinken. Oh, da ist noch einer. Der ist irgendwie aufgescheucht worden. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Schauen wir uns das doch mal gerade an. Der kommt mir gefährlich nahe. Schnell ausgestellt. So, jetzt gucken wir mal uns erstmal in der Kamera da oben ein bisschen das Gebiet an. So können wir auch aus dem Modus rausschalten und uns hier diese wunderschönen Serverfarmen. Ist ja unglaublich überhaupt, was es auf der Welt mittlerweile für Serverfarmen auch gibt. Ist ja der Wahnsinn. Da muss ich auch noch irgendwas hacken. Gut, aber jetzt erstmal nach oben kommen. Natürlich, wie gesagt, muss man erstmal hier sich reinschleusen ins Spiel. Und ein bisschen damit klarkommen, auch mit der Steuerung. Auch wenn man es schon mal gespielt hat, ist natürlich ein bisschen länger her und die Steuerung ist auch ein bisschen verändert. Oh, Kacke. Da war ich aber ein bisschen unaufmerksam, oder? Er hat das schon mal gemacht. CTOS hat ihn als Hauptverdächtigen in einem Hightech-Einbruch genannt, also... Er war im Knast. Gemeinnützige Arbeit. Nicht genug Beweise. Nur anhand von CTOS-prädiktiven Algorithmen. Aber einmal im System... Immer im System. Ja.
Boah, das war knapp. Also ich muss auf jeden Fall aufmerksamer vorgehen. Es ist doch sehr stealth-lastig. Ausschwärmen, sucht ihn! Die wissen jetzt, dass wir hier sind. Ach du Scheiße, er hat's gemacht. Ihm bleibt nicht viel Zeit, bevor die Backups hochfahren. Okay, wir müssen weiter nach oben. Jetzt uns beeilen. Da geht die Treppe weiter. Shit, ich kenne mich hier natürlich überhaupt nicht aus in dem Gelände. Aber als Superhacker muss ich das irgendwie schaffen. Denn wir sind immer ein Marcus Holloway. Und haben tolle Referenzen, wie uns mitgeteilt wurde. So, die Typen suchen uns zum Glück alle da unten. Das war also vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir die da ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht haben. So, und da vorne an der Leiter geht's nach oben. Wunderbar. Ich hoffe, hier kommen wir durch. Scheint zu klappen. Geht er in den Warmgang? Da drin sind es bestimmt 50 Grad. Mein Respekt hat er. Der gibt echt alles. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein paar Fans. In der Sauna. Deadsec, vielleicht kennt das noch wer aus dem ersten Teil. Sind auf jeden Fall natürlich so ein paar Übereinstimmungen, auch natürlich mit Steuerung, Gameplay und Pipapo. So, das war scheinbar erfolgreich. Ich hoffe, wir werden hier nicht überrascht. Als hätte man den geheimen Q-Level gefunden. Okay, wie kommen wir jetzt da vorne rein? Am besten durch diese Tür, würde ich mal behaupten. Weil da können wir uns auch nicht unbedingt reinmanövrieren, oder? Vielleicht funktioniert es über einen ganz cleveren Kameratrick. Aber ich will da mal behaupten, es ist leider nicht der Fall. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie nach unten kommen. Da vorne. Hier ist alles schon offen, zum Glück. Kurz aus dem Hacker-Modus raus. Und jetzt unauffällig an die Piste hier gehen. Sehr gut. Muss ich jetzt hier machen? Ah, okay, ich verstehe. Das Ding ist aber noch was anderes gekoppelt. Und das muss ich drehen hier richtig, oder wie? Sehr schön. Okay, ich verstehe. Wir müssen hier so eine Art Stromkreis bilden. Kleine Minispiele. Damit hier auch Fleiß gekickt werden kann. So, das müsste jetzt aber funktionieren, oder? Das Ding ist geöffnet. Was mache ich jetzt noch falsch? Aha. Ich habe es unter Strom gesetzt. Steuerung noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn ich ganz ehrlich bin. Und die Grafik ist jetzt auch nicht der Oberhammer. Soll ich so eine Bedrohung sein? Aber sie ist auch nicht schlecht. Kann man auch nicht sagen. Aber es ist jetzt nicht mega, mega der Shit. Aber es ist immerhin auch, wie gesagt, ein Open-World-Spiel. Und hier war eben unser Profil. Mit allen Infos. Sollte man dringend löschen. Das ist doch Bullshit. Ich könnte natürlich auch. Na, wie praktisch. So, und jetzt können wir hier unser Profil anlegen. Das ist natürlich sehr cool. Im Computer ist nicht schlecht gemacht.
einfach eine kleine Backdoor ins System ein, dann komme ich später wieder rein. Sorry, Blum, wir sind noch nicht fertig miteinander. Er kommt raus. Schnapp ihn. Ja. Hacken. Halte L1 gedrückt, während du ein Objekt anvisierst, um das Hacking-Modul zu öffnen und drücke dann, aha, X löse Funktion des Objektes aus, erstelle Annäherungsauslöser. Ja, das muss ich natürlich alles noch ausprobieren. Wie gesagt, bin noch kein Profi. Moment mal. Haha, wäre praktisch. So geht's natürlich auch. Bisschen Kohle schnappe ich mir gerne. Geld können wir gebrauchen. Er schläft, er schlummert da schön vor sich hin. So, der Alarm ist losgegangen, das ist nicht so gut. Okay, so können wir das Ding auch in die Luft jagen. Ich wollte mal gerade die Funktionen testen, wie die angezeigt werden. Okay, hier, zack, Türe auf. Ich muss nach unten kommen irgendwie. Vorsichtig, die haben auch die Knarren am Start. Das muss jetzt nicht unbedingt noch passieren. Ein bisschen Konzentration ist auf jeden Fall gefragt. Da unten müssen wir hin. Feiglinge werden nicht geschont. Können noch ein bisschen um die Ecke gucken. Das finde ich gar nicht mal so schlecht gemacht. Schläft jetzt erstmal der Bursche. Okay, und jetzt würde ich sagen, komme ich hier nicht rüber? Kommen wir. Sehr schön. Das war jetzt noch nicht mit Bravourosität gelöst, aber immerhin ist es gelöst worden. Fuck. Ich muss sogar ein bisschen auf der Hut sein, weil einer hinter mir stand. Ich könnte natürlich wahrscheinlich auch viel mehr hacken, aber das habe ich noch nicht drauf. Das kommt dann mit der Zeit. Sofort stehen bleiben! Wo zur Hölle geht's hin? Ja, okay. Fick dich, Blum! ...2013 ergriff Chicago die Chancen der Smart Cities mit CTOS, einem verbundenen Betriebssystem für Massendatenüberwachung, Sicherheit und Transitprogramme. Mit ein paar hundert Zeilen Code konnten Hacker die zentralen Server kapern und das ganze Netz lahmlegen. Viele hielten den Angriff für das Ende der Smart City-Entwicklung. Sie lagen falsch. Direkt aus Silicon Valley koordiniert wurde CTOS 2.0 in den ganzen USA implementiert und eröffnete das Internet der Dinge. 6,4 Milliarden verbundene Geräte dienen als Sammelpunkte, zeichnen unsere täglichen Routinen auf und schaffen ein sichereres und invasiveres System. Aber wer hört sonst noch zu? Big Brother arbeitet nicht mehr allein. Tausende Little Brothers verfolgen und sammeln jeden ihrer Schritte für ein komplettes digitales Profil von ihnen, das gekauft, verkauft oder gestohlen werden kann. Spielzeug studiert ihre Kinder, meldet Marketingfachleuten ihre Gewohnheiten. Geräte, Konsolen und Heimsicherheitssysteme öffnen Unternehmen ein Fenster in ihr Privatleben. Jeder kann aus der Ferne die Kontrolle über ihr Fahrzeug oder Mobilgerät übernehmen, jederzeit. Vielleicht halten sie sich für immun oder unterschätzen das Risiko,
Jedoch ihr digitaler Schatten ist kompromittiert. Versicherungen überwachen ihre Gewohnheiten mit Algorithmen, um ihre Haftung zu errechnen. Krankenkassen bestimmen, ob es sich lohnt, ihren Krebs zu behandeln. Manipulierte Suchergebnisse und Newsfeeds beeinflussen ihr Wahlverhalten und lenken soziale Strömungen im großen Maßstab. Sie sind jetzt weniger wert als die Daten, die sie produzieren. Das ist die neue Realität. Untertauchen ist keine Option mehr. Die persönliche Freiheit ist zunehmend in Gefahr und viele wehren sich. Whistleblower, Aktivisten und Hacker haben die Fronten abgesteckt und das Establishment aufgeschreckt. Doch sind sie selbst gefährlich? Oder sind sie jetzt die letzte Bastion der Freiheit? Und? Bin ich drin? Willkommen bei DedSec. Ohoho. Ich bin Zitara. Dieser Süße hier ist Josh, a.k.a. Hot Sauce. Yo, du bist Hot Sauce? Mann, ich stehe auf deinen Frethouse-Hack. Echt krass. Danke. Dieser Irre ist Ranch. Das Wohl von vielen. Und dieser Casanova ist Horatio. Was geht, Bruder? Was geht, Mann? Das ist die Crew, hä? Huh? Die hat echt lang gebraucht, mich zu holen. Shit. Ihr habt Blooms Bullshit gesehen. CTOS steuert nicht nur die Infrastruktur. Die Menge persönlicher Daten, die das Ding hier sammelt, ist echt total abgefahren. Ja, das sind Big Brother und Little Brother. Alles in einem. Hä? Es sieht alles, was du tust, und verpetzt dich. Dank dir, Josh. Also, was machen wir jetzt? Vorschlaghämmer oder Feuer? Nein. Vorschlaghämmer und Feuer! All diese Daten an einem Ort heißt, die lehnen deinen scheiß Antrag schon ab, bevor du ihn abschickst. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Kreditkarte wurde im Voraus abgelehnt. Dein Haus oder die Versicherung? Fuck. Das ist nicht mal das Schlimmste daran. Die ganzen Daten in der Hand der Regierung? Die verknacken dich schon, bevor du was angestellt hast. Ging mir ja auch so. Ja, jetzt weiß ich auch wieso. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Scheiß drauf! Scheiß drauf, Mann! Wir sind Hacker. Wir sind cleverer und dreister. Ich sag, wir decken die Scheiße auf. Wir zeigen ihr allen, was Blum vorhat, Mann. Wir zeigen allen, dass ihre Daten missbraucht werden. Um unsere Freiheit zu rauben. Fuck. Ich habe eine Backdoor installiert, da brauchen wir einfach nur durchgehen. Moment, du hast... Was? Eine Backdoor installiert, da brauchen wir nur noch durchgehen. Bingo! Hey, Mann. Hast du eine Uhr? Ja, Mann. Schon gut. Ein bisschen spät zum Joggen, oder nicht? Hey, Mann, was machst du? Fliehst du vor den Cops? Vielleicht bin ich einer. Hey, du... Kennen wir uns nicht? Schöne Party noch. Verdammt nochmal. Fick dich, Blum. Ich werde eine scheiß gute Zeit haben. Hallo? Was ist denn das für ein Handy? Dein neues Handy. Wo ist meins denn? Liegt im Meer. Hast es reingeworfen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich war ziemlich dicht. Triff uns im Hackerspace. Wo? Check deine Bilder und find's raus. Okay, na los, Sternlicht auf. Oh.
Auch wessen Wohnung ist das? Ja, und damit geht's dann auch los mit Watch Dogs 2. Macht schon mal einen coolen Eindruck. Ich bin gespannt, was San Francisco noch so bringt und wo uns das Hacking-Abenteuer hinführen wird. Und ob es auch wirklich besser wird als der erste Teil. Aber das sagen schon viele Reviews und viele Tests. So, und jetzt sind wir hier auch im richtigen Spiel offensichtlich. Schön mit der Modershot. Schätze, ich war dicht. Wie eine Strandhaubitze. Hol dir erstmal was zum Anziehen, dann sage ich dir, wie es weitergeht. Oh, und du musst dein Handy betriebsbereit machen. Also lad dir alles aus dem Store runter, bevor du wieder herkommst. Oh Mann, mein erster Tag und dann sowas. So, können wir das Handy öffnen auf jeden Fall? Was haben wir denn hier? Driver San Francisco. Sag bloß, wir können ja einfach noch Driver spielen. Das wäre natürlich witzig. Ich weiß aber nicht genau, was es damit auf sich hat. Vielleicht kann das ja jemand in die Kommentare schreiben. Scout X. Aha. Steinstapel, Künstler, was auch immer das noch so für uns beherbergen wird. Gibt es auch Newsfeed, Belohnung und vieles mehr. Alcatraz. Horatia. Nein, du kannst besser. Da will ich auch hin. Nach Alcatraz. Ich war da ja schon mal. Da standen wir auch direkt davor. Und Alcatraz ist natürlich die Gefängnisinsel vor San Francisco. Da vorne sehen wir die berühmte Golden Gate Bridge, die normal echt im Nebel liegt. Der Gronkh und ich, wir haben da auch mal ein Video gedreht. Könnt ihr auch bei meinen Real-Life-Videos sehen. Einfach mal auf meinem Channel gucken, der Playlist vorbeischauen. Und überhaupt, wenn ihr kein Video dieser Serie oder von den vielen anderen Gaming- und Real-Life-Videos verpassen wollt, könnt ihr den Kanal natürlich völlig kostenlos abonnieren und einfach kein Video verpassen. Und für die, die immer informiert werden wollen, wenn ein Video rauskommt, da gibt es so ein kleines Glöckchen jetzt unter dem Video. Und da könnt ihr euch sogar Nachrichten per E-Mail, Handy oder was auch immer schießen lassen, senden lassen, um wirklich auch gar kein Video mehr zu verpassen. Was haben wir denn hier Schönes? Was können wir denn da machen? Hacken für nicht tödlichen Schock. Oh! Ja, man kann dem Spiel halt auch viel Mist bauen einfach. Das finde ich ja besonders interessant. Ich habe schon überlegt, ob ich gar keinen Story-Gameplay mache, weil das ja jetzt viele andere machen, sondern einfach ein Mistbau-Gameplay. Oder vielleicht beides. Aber auf jeden Fall kommen erstmal ein paar Folgen raus und bitte nicht traurig sein, wenn ich da nicht unendlich viele Folgen machen werde, weil es kann auch sein, dass ich dem Gronkh dieses Let's Play überlasse, weil er das, glaube ich, auch gerne spielen wollte und er im Moment eh mehr Zeit hat, weil ich mich ja im Moment auch um 5, 6 andere Firmen kümmern muss nebenbei und jetzt hier zur Weihnachtszeit steht viel an und es werden noch viele, viele geile Projekte kommen, das kann ich mir versichern und ich probiere da natürlich irgendwie auch immer noch YouTube unterzukriegen, aber das ist für mich natürlich okay. Auch, nein, da bin ich wohl noch einer der letzten großen YouTuber, für echt, die das noch irgendwie ein Hobby ist auch. Ja, und ich verdiene mein Geld ja eigentlich über meinen richtigen Job als Geschäftsführer. Aber dazu will ich euch gar nicht viel erzählen. Ich will jetzt hier Watch Dogs 2 zocken mit euch. Und das macht bisher echt einen coolen Eindruck. Finde ich super lustig. Asexuell, aha. Was zur Hölle? Naja, hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen das Gespräch mit begutachten, den Chat. Dann haben wir hier, der ist auch sehr aufgebracht. Hacken für tödliche Explosion. Ja, das will ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber wie geht's denn, Herr Officer? So, wir können natürlich theoretisch auch ein Auto klauen. Und wir sollen aber Noodle Maps jetzt erstmal aufs Handy installieren. Aber fangen wir jetzt mal mit an. Komm, der App laden. So, was haben wir denn jetzt hier? Media Player, Noodle Maps. Natürlich an Google Maps angehalten. So. Auto auf Abruf kostet $5. Können wir uns auch mal installieren. Zack, vielleicht können wir uns irgendwann noch gebrauchen. Song Sneak, Media Player, Director's Cut, was hier nicht alles noch gibt. Können ja auch mal die Kamera benutzen eigentlich, ne? Schön, dann können wir geile Selfies und sowas machen. Machen wir jetzt gerade mal. Komm hier. Yo, such Kleiderläden und Kleidungsstände, bla bla bla. Markus zu kaufen. Okay, danke. Alter, das will der Hund. Na kleiner. Beruhige dich. Du bist ein guter Hund.
Ja, und hier sieht man aber auf jeden Fall jetzt schon mal den Eindruck vom Open-World-Gameplay, das das Spiel bietet. Und wir können uns hier echt in jede Kamera hecken und San Francisco entdecken, aber San Francisco hier auf jeden Fall auch im Sommer. Gut. Kaufen in einem Kleiderladen eine neue Hose. So, jetzt können wir hier wahrscheinlich die Map mit öffnen und jetzt können wir hier schauen, wo gibt es denn sowas wie einen Kleiderladen? Da ist was zu essen. Ein Coffeeshop. Hier können wir eine Schnellreise machen. Das ist natürlich praktisch. Hier sind Kleiderlagen. Oder hier ist ein Bikeshop. Aber wo sind denn Klamotten drauf? Vielleicht gibt es da auch Klamotten. Ich weiß es nicht. Ein Touristenstand. Und hier können wir auch mal einen Blick, alter Schwede, über die Größe der Stadt werfen. Was natürlich sich auch für eine erste Folge gehört. Um da auch mal ein bisschen mehr zu erläutern, was das Spiel denn so kann. Und das gemeinsam natürlich auch mit euch rausfinden, weil ich weiß ja selber noch alles nicht. Pfandhaus haben wir hier. Noch ein weiterer Touristenstand. Können wir uns da vielleicht auch Klamotten kaufen? Könnten da einfach mal hingehen, theoretisch. Hier hätten wir auf jeden Fall noch Plainstock. Da gibt es definitiv Klamotten. Und dann machen wir jetzt mal eine Schnellreise hin. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich muss ja auch sagen, die Ladesequenzen sind auch ganz cool gemacht. Hier mit diesen 8-Bit-Animationen. Und diesen DedSec-Hinweisen, wie die Hackergruppe heißt. Was ich ja auch schon kurz angeschnitten hatte. Und was ja auch im Video zu sehen war bei dieser Party, wo sie unseren guten Marcus Holloway da aufgenommen haben. So, und ich lasse mir bewusst ein bisschen Zeit, um mir auch hier ein paar Details halt auch anzugucken. Und das ist richtig cool hier bei dem Pier. Da war ich auch schon mal. Und da habe ich mit dem Erik, mit dem guten Gronkh, noch eine leckere Suppe gegessen, so eine Muschelsuppe. Die ist überhaupt nicht mein Ding. Er mochte die ganz gerne, glaube ich. So. Guck mal, was wir hier einkaufen können. Fitting Room. Hey, geh onda. Orale, ich hab alles drauf. Was haben wir denn da schön? Das ist natürlich nicht gerade günstig. Wir haben ein bisschen Kohle bekommen. Ja, nehmen wir einfach die Jeans hier, komm. Die geht halt echt gar nicht. Ich glaube, ich kaufe die klassische Jeans. So, Premium. Alter, da gibt's auch Premium-Items, oder was? Garderobe, DedSec-Oberteile. Cool, hier gibt es noch verschiedene DedSec-Oberteile. Sieht ja auch ganz cool aus. Eine Cappy können wir hier mal holen. Passt zu ihm. Ist ganz nice. So, das haben wir auf jeden Fall in der Garderobe. Das ist ja auch interessant. Ich guck mal jetzt gerade nochmal hier Hüte. Wie sieht sowas denn aus? Ach. Ziemlich teuer für so eine Cap, ne? Finde ich jetzt nicht so cool. Aber da kann man natürlich wahrscheinlich auch noch in verschiedene Klamottenläden gehen. Kriegt wahrscheinlich nach und nach noch verschiedene Klamottengegenstände freigeschaltet. Ein Krankenwagen. Das ist ein Notfall. Das finde ich ganz cool. So wie ein GTA halt ein bisschen. Finde, das geht auf jeden Fall klar. So, komm, so lassen wir den jetzt erstmal. Reicht. Yeah, wir haben Follower gewonnen. Gibt's jetzt hier auch Follower? Okay, Sitara, wo bist du? Okay, ich schick dir die Position und den Türzugangscode. Erreiche den DedSec Hackerspace. Und ich würde sagen, um den zu erreichen, sind wir mal so dreist. Ich will mal gerade hier ein bisschen Moneten rausholen aus denen. Kann ich, überweise ich das jetzt schon? Ah, okay. Bei manchen kann man sich andere Informationen holen als bei den anderen. Aber da muss ich auch noch durchsteigen. Will jetzt damit aber nicht so viel Zeit verschwenden. Ich will mir jetzt mal ein Auto holen. Ach, guck mal hier, die ersten Zuckerwatte. Also die Details sind schon cool. Vielleicht schnappen wir uns einfach mal die KI hier. Oh, Entschuldigung, ich wollte gerade die Auto entführen. Das hat jetzt nicht so gut gewesen. Der ist mir zu doof, so ein Taxi. Der ist ja auch ziemlich nice. Ich hätte gern den einen gehabt, Mann. Der sah richtig cool aus. War so ein Mercedes-Verschnitt. Der war nicht schlecht. Komm her, Junge. Mädchen. Mädchen, komm her. Bewegung! Raus da! Kongressabgeordnete und Gouverneure, drängt sie dazu, dem Abbau der Sozialwohnungen, Mieterrechte, Mietbremsen und Zwangsräumungsvorschriften entgegenzuwirken. Das gelobte Land findet... So, jetzt gucke ich mal hier gerade auf die Map und probiere mir hier mal einen Wegpunkt zu setzen. Müsste ich ja eigentlich das angezeigt bekommen, GTA-mäßig. Überhaupt ähnelt das Spiel natürlich GTA sehr. Oh, fuck. Upsala. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht.
Also die Fahrzeugsteuerung wurde tatsächlich verbessert. Die war extrem hakelig noch im ersten Teil. Das war was, was ich groß bemängelt hatte. Aber die fühlt sich jetzt schon sehr GTA-like auch an. Ist schon nicht schlecht gemacht. Gefällt mir. Bisher gefällt mir San Francisco auch sehr gut. In diesem Teil. So, hier können wir auch die Ampeln hacken. Auch natürlich auch sehr spaßiges Manöver. Und zum Hackerort will ich natürlich auch gerne diesen mit euch jetzt noch. So, das ist jetzt rot. Upsa. Was wir alles machen können noch zwischendurch. Ein bisschen angeschliffen haben wir den nur. Versicherungskohle. Kannst du dich bei der Besitzerin beklagen? Boah, das ist natürlich eine geile Karre. Ich wollte kurz stehen bleiben oder springen. Ich glaube, das mache ich auch noch. Vielleicht kommen die ja vorbei und dann schnappen wir uns den Wagen noch, um einfach mal zu checken, wie der so ist. Komm schon, in Chinatown befinden wir uns jetzt. Hey, du Arschloch. Gib mir deine geile Möhre. Ich hätte gerne ein schönes Fahrzeug. Du, komm mal raus, ne? Trudi. Danke. Dankeschön. Wow, der geht ganz schön ab hier. Das ist meine Kiste. Die fahre ich natürlich herzlich gerne. Wow. Ups, da ist auch die Hupe. Oh, guck mal hier. Das sind diese weltbekannten kleinen Züge hier, die auch durch San Francisco fahren. Übrigens eine sehr hügelige Stadt und eine Stadt, wo das Wetter, hatte ich ja auch schon angemerkt, schlagartig wechseln kann. Ich muss ja sagen, das gefällt mir. Entschuldigung. Wir waren ein bisschen gemein, ne? Ich gebe zu, aber hey, ein bisschen Spaß muss sein. Das ist doch immer das Lustigste eigentlich an diesem Spiel. Wow. Brumm, 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 brumm. So, wen haben wir denn da? Hier sind wir jetzt auch beim Lager angekommen. Hallo? Boah, geil. Also ich muss ja mal sagen, der Ort hier sieht mega cool aus. Was macht sie hier? Oh, tut mir leid. Parcours laufen kann er auch. Wo immer er das gelernt haben wird. Aber jetzt sind wir natürlich auf der völlig falschen Seite. Aber ja, ich wollte euch natürlich nur zeigen, wie man. Was kann er dir denn? Oh, Mitarbeiter in einer Konservenfabrik. Aber das ist schon sehr detailliert. Das sieht auch echt schön aus, die Stadt. Da kann man nichts sagen, finde ich. Muss aber irgendwie auf die andere Seite kommen, habe ich das dumme Gefühl. Hier parken wir jetzt unseren schönen Ferrari. Wow, nice. Und da sehen wir, Mensch, 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 der kann einiges. So, wen haben wir denn hier? Boah, das sieht Hammer aus hier, die ganzen Graffitis. Sehr geile Straße. Ich muss überhaupt sagen, bei so grauen Wänden stören mich Graffitis, gerade wenn sie so cool sind wie hier dieses, überhaupt nicht. Müssen wir vielleicht hier durchgehen? Und mit ihm können wir auch quatschen. Ui, perdón. Hey, willst du eine Runde mitspielen? Wir brauchen noch einen Spieler. Das ist eins dieser neuen deutschen Spiele, hä? Huh? Scheiße, das ist Free Road. Hat einen goldenen Ace gewonnen. Würde ich gern, aber ich bin spät dran. Kein Problem. Hi. Cool, die haben hier alle möglichen Spiele. Das ist ja mega geil. Soll natürlich den nerdy Gaming-Charakter der Hacker ein bisschen untermauern. Wen haben wir hier? Ich würfle eine 12 und habe ihn kaum getroffen. Aber es hat gereicht. Mein Paladin hatte nur noch einen Lebenspunkt, bevor ich alle mit einem Gebet an meine Schutzgöttin Arneson heilen konnte. Na, das ist ja mal phänomenal. So, jetzt haben wir aber genug rumspirenzelt. Jetzt wollen wir ein bisschen weitermachen hier. Aber ich will mir natürlich auch hier gerne die ganzen Details anschauen und nicht einfach nur durchrushen. Yo. Endlich. Also, ich habe mit Josh geredet. Und Bloom, eins auszuwischen, stand schon lange auf der Liste. Okay, im Kampf gegen Bloom brauchst du zwei Dinge.
Du musst die Leute von deiner Sache überzeugen, um nicht als Troll dazustehen. Und wir brauchen Bots, und zwar jede Menge, um alle Daten von CTOS zu verarbeiten. Danke, Josh. Wir haben letzte Nacht die App modifiziert. Wenn du uns Follower bringst, die die App downloaden, können wir ihre Prozessorleistung für uns nutzen. Machen wir ernst? Ziehen wir das durch? Ja, Mann, wir ziehen das durch. Legen wir endlich los. Scheiße, ja, Mann! Die Barbaren sind an den Toren und bereit, Römerschädel einzuschlagen. Wir starten ein paar große Dinger mit Massenwirkung, die uns Sympathien bringen, damit die Leute unsere App runterladen. Mhm. Gut. Keine Sorge, wir fangen mit was Gutem an. Na. Marcus, da bist du ja. Am Leben und trocken. War mir nach dem Nachtbaden nicht so sicher. Komm her, das musst du dir ansehen. Und das werden wir uns auch ansehen. Obwohl, komm, das mache ich sogar jetzt noch in der Tada! Folge. Unsere eigene Open-Source-Forschungs-App. Also pass auf, wir hier alle tragen die Schwachstellen zusammen, die wir finden. Und ermutigen alle, ihre Arbeit und Forschung und so zu teilen. Okay, und was macht diese Forschungs-App? Gibt uns mehr Fähigkeiten? Macht uns unwiderstehlich für das Geschlecht unserer Wahl? Also sowas wie eine Ich-kann-Kung-Fu-Geschichte? Wenn Kung-Fu ein Geschlecht wäre und nicht zu 1999, aber klar. Mhm. Wähle die Forschungs-App aus und drücke dann X. So, was können wir denn hier machen? Forschung betreiben. Aha, das sind wahrscheinlich sowas wie die Skillpunkte und hin und her. Was können wir denn hier? Hardware, Kampfexpertise. Das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, Kampf. Weil ich bin ja eher so der Haupt drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich so krass auf Hacking gehen werde. Das werden wir dann sehen. So, bereit zum Erforschen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollen würdet. Okay, müssen wir halten und jetzt können wir es erforschen. Fingerfertigkeit. Sammle mehr DeadSec-Follower, um die Welt zu erkunden und Forschungspunkte zu erhalten. Okay, ja, toll. Null Forschungspunkte verfügbar. Ich hätte gerne mehr davon, aber dafür müssen wir jetzt Follower sammeln. Das ist ja interessant, oder? Nun denn. Was können wir hier noch machen in unserem Lager? Das scheint hier sozusagen das Hauptquartier zu sein. Und wie gesagt, ich nehme euch die Folge auch noch mit. Die geht jetzt mal ein bisschen länger. Das ist jetzt mal so eine kleine Spezialfolge sozusagen. Wir direkt ein bisschen auf das ganze Spiel eingehen und schon in der ersten Folge, glaube ich, einen ganz guten Einblick bekommen. Wie hat man in der Gegend hier Spaß? Was meinst du? Das macht Spaß. Ja, aber außerhalb dieses Gebäudes. Nein. Okay, gutes Gespräch, Josh. Dieser Josh ist ein wenig eigenartig. Wahrscheinlich eher der Eigenbrötler. Die hat ja schon einen ziemlich coolen Touch, ist aber sehr hipstermäßig. Also die ganzen Hacker sind halt so nerdy Hipster, so ganz coole, was weiß ich was. So mit Ranch sollen wir theoretisch auch nochmal reden. Was kann man denn da machen? Die Original Chicago DeadSec koordiniert ihre Operationen. Alle arbeiten vorrangig auf dasselbe Ziel hin. Gerüchten zufolge gibt es bei der anführerlosen Gruppe ganz oben jemanden, der sagt, wo es lang geht. Den Rat der Daves. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber irgendjemand kanalisiert ihre Anstrengungen. Ich weiß das, weil ich sie genau studiert und sogar einige ihrer Ops ausprobiert habe. Ich wollte sie emulieren. Wollte herausfinden, was funktioniert und habe es bei uns angewandt. Doch die Mitglieder unserer Bay Area DeadSec könnten verschiedener nicht sein. Gäbe es ein Spektrum zwischen Anarchist und Aktivist, würden wir das Ding wohl komplett ausfüllen. Aber eine Sache vereint die Hauptcrew. Jeder von uns hat seine Gründe, die großen Datenunternehmen zu hassen. Oder etwas genauer, Bloom und sein CTOS. Ich habe Operationen überwacht und dafür gesorgt, dass die Leute dahin kommen, wo sie hin müssen und ihre Werkzeuge haben. Ich habe das große Ganze im Blick. Wie ich das sehe, habe ich die Lunte angezündet. Ist nur eine Frage der Zeit, bis Bloom und DeadSec die Explosion fühlen. Ah, okay, da habe ich jetzt auch schon ein bisschen was am Start. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ziemlich geile Shirts gibt's hier. Ist echt cool. Könnt ihr auch mal in die Comments schreiben, was ihr so am coolsten findet. Masken haben wir auch am Start. Nehmen wir auf jeden Fall die hier. So war ein Grau. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Aber diese Sachen hätten wir halt auch zur Verfügung. Jetzt diese Premium-Gegenstände. Nehmen wir doch mal die Chucks. Die Punkrock-Treter. So nennen sie die hier. Ja, ursprünglich waren das ja, glaube ich, immer Basketballschuhe, wenn ich mich so nicht irre. Die dann aber auch im Grunge-Bereich ziemlich berühmt geworden sind, so Anfang der 90er, zu Zeiten von Nirvana und Co. Siehe da!
Die Wunder der Technik. Ein 3D-Drucker? Das ist der Arni der Drucker. Er kann ein ganzes Arsenal tödlicher Waffen ausspucken. Ernsthaft? Ja, wenn du's drauf hast, voila, Hipster-Kaufmann des Todes. Alles klar, aber ich bin kein Hipster. Na klar, red dir das ruhig ein. Jetzt stell mal was damit her. Aber jag uns nicht hoch. Nein, wir sind der 50 Cent der Hacker-Szene. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Was können wir denn hier Tolles machen? Ach krass, können wir wirklich... Jumper! Oh, ein Quadrocopter, eine geile Drohne. Kostet aber einiges, also günstig ist was anderes. Cool, da kann man irgendwas draufballern. Deadsec. Ah, ich verstehe. Mal gucken, ob das geklappt hat. War mal ein kleiner Testversuch. 3D-Drucker sind schon was Tolles. Tolle Geräte. Auf jeden Fall eine richtig futuristische Nummer. Nicht schlecht. Okay, wir sollen aber den ferngesteuerten Jumper ausdrucken, ganz klar. Aber das wollte ich jetzt auch mal machen. Schön. Wann macht man sowas denn schon mal? Sich so eine tolle Waffe ausdrucken, ne? Komm, jetzt aber hier. So, der Jumper. Man braucht, glaube ich, nur jede Menge Plastik. Aber es sind ja auch schon Waffen mit diesen 3D-Drucker gebaut worden. Also ist ja... Die Magic Box. Nichts Unübliches, leider. Aber auch im Bereich der Medizin natürlich sehr gut einsetzbar. Und da bringt der 3D-Drucker natürlich voll viele Fortschritte. Ich habe irgendwie voll den Sprachfehler bei 3D-Drucker, ja? Mann, 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 der Sarazar wieder hier, ey. Da kann ich schon mehr reden. Ich bin auch mitten in der Nacht am Zocken. Extra für euch, damit ihr es so früh wie möglich habt. Vielleicht ist ja auch schon die nächste Folge da. Schau doch mal einfach rein. Würde mich natürlich freuen, wenn du mal vorbeischaust auf meinem schönen Kanal. So. Horatio. Den kenne ich aus CSI. Gut, noch einen Bruder hier zu haben. Gut, hier zu sein, Mann. Seid ihr alle Hacker? Wenn du was wissen willst, komm ruhig zu mir. Also Josh da. Der baut immer Zeug, das nicht funktionieren sollte. Im Moment arbeitet er gerade an dieser riesigen Drohne. Und Wrench? Auch ein guter Techniker. Aber besser im Kaputtmachen. Und yo, Sitara? Eine echt gute Künstlerin und Grafikdesignerin. Ohne sie hätte DedSec heute weder ein Gesicht noch eine Stimme. Was ist mit dir? Welche Superkraft hast du? Taktischer Koordinator oder Katzenhirte, such's dir aus. Ich schick DedSec dahin, wo es am meisten bringt. Kennst du Primate? Das sind ein paar Hacker der übelsten Sorte. Ja, ich hatte schon mal das Vergnügen. War nicht angenehm. Sowas hört man doch gerne. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir mehr Infos. Es laufen immer irgendwelche Orbs gegen Primate. Du bist jederzeit willkommen. Yeah, Online-Aktivitäten sind violetten. Auf Noodle-Maps. Noodle-Maps finde ich übrigens recht lustig. Führe Koop-Operationen aus, stiehl Daten von rivalisierenden Hackern. Mache gemeinsam mit den Cops Jagd auf Rivalen. Oh cool, das will ich unbedingt mal machen. Aber irgendwann mal vielleicht. So. Besuche die Follower-Wand. Ich will jetzt mal kurz so mit ihr echt quatschen. Echt abgefahren. Was? Diese ganze Bude ist abgefahren. Früher haben wir hier Nachrichten überwacht. Jetzt ist es unsere Follower-Wand. Die zeigt, ob wir im Trend sind? Nein, nein, nein. Sie basiert auf Fakten. Wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung wir verfügbar haben. Sowas. Cool. Und apropos, wir laden die DedSec-App gerade in diesem Moment auf dein Handy herunter. Öffne sie nachher, klicke auf die vorgeschlagene Operation und geh raus in den Park. Dann testen wir es. Klingt gut. Eins noch, ich habe dir eine Erinnerung aufs Handy gespielt, damit du weißt, worum es geht. Besorg dir genug Rechenleistung, damit wir Blum erledigen können. Neue Operation verfügbar, Spaziergang im Park. So, die DedSec-App soll ich jetzt auswählen, das will ich doch mal machen. Ja, Blum erledigen, Hauptoperation oder ein Spaziergang im Park. Hallo Welt, verfolge die neue Mission mit der DedSec-App. Es liegt an dir, DedSecs Bekanntheitsgrad in San Francisco zu erhöhen. Je öffentlicher DedSec-Ops sind, desto größer wird ihre Botnet-Macht, die ihnen für ihre Operation zur Verfügung steht. Jo, dann wollen wir jetzt mal erreichen die Mission Dolores Park. Okay.
Was ist das denn? Ich gucke mir hier schon wieder viel, viel zu viel an. Sport. Oh, da haben wir. Den können wir jetzt uns. Den können wir hier. Auf dem 3D-Drucker oder was? Können wir uns bestellen? Ach, ist ja toll. So, ich würde sagen, verschabschieben wir uns hier mal. Doch, da müssen wir hin. Das ist ja quasi ums Eck. Müssen wir erstmal rausspazieren. Aus der guten Stube. Dem guten DZ-Keller. In dieser Spiel. In diesem Spielshop oder so. Der ziemlich cool aussieht. Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Aucklands Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein, Zitat, betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankenakten über ihre Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten. Eine New Dawn-Sprecherin sagt... Huch! Ich wollte die gar nicht überspringen. Denn die Organisation habe nichts mit den geleakten Krankenakten zu tun. Und behauptete die Stadträtin Comey Buhle verzweifelt um Aufmerksamkeit. So, da vorne wäre jetzt der Park. Mission im Dolores Park. Die App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DedSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data-Mining-Tool. Des Todes! Okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Ops in der DedSec-App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Zester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Ops. Nun denn, und jetzt fertig mal mit dem. Hey, also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcany hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Was will ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album? Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand, wie eine verfickte Trophäe. Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber er wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was? Intervention. DJ Bobo hat also Probleme. Der Name Gene Carcany sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo-Dakes-Fan. Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht Bobo niemals mit. Der echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht, als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Carcany? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. Neue Operation verfügbar. Hoher Preis, neue Operation verfügbar. Verbrecherjagd? Menschen, jetzt können wir hier alle Hand machen. Das wird ja immer interessanter, Freunde. Was haben wir denn da vorne jetzt Schönes? Oh, ich glaube, da springen wir jetzt auch nochmal eben in die Karre. Ich bin jetzt echt schon gespannt auf das Spiel. Bisher. Erster Eindruck, sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch gefällt es genauso. Mhm. So, jetzt muss ich mir mal ganz kurz hier mal die Karte anschauen und dann einen Blick drauf werfen. Also hier wäre theoretisch, wenn ich das richtig... Die nächste Nebenoperation. Hacke Bobo Dakes Telefon in San Mateo. Der Pharma-Magnat. Was hat der da noch für? Und das gibt uns 13.000 neue Follower. Ich würde sagen, da können wir mal hinbrausen. Bleib auf der Straße, Penner! Ja, reg dich ab, Junge! Voll am Übertreiben. So, hier, Haight Ashbury. Das Kifferviertel. Da sind wir jetzt, glaube ich. Da war ich auch. Da hat dir wirklich jeder versucht, Gras anzudrehen. Marcus, Leute, der Cyberdriver-Trailer ist draußen. Oh ja, super. Hey, seht ihr nicht ohne mich an? Wir sehen uns im Hackerspace. Bin unterwegs. Cyberdriver. Ja, es ist schon ein bisschen Klischee-Hacking-mäßig, ne? Hier so
Teenie-Truppe, so ein bisschen 90er, der Film Hackers, vielleicht hat den ja wer gesehen. Und während wir hier mit schöner klassischer Musik langdüsen, muss natürlich ein bisschen aufpassen, will jetzt nicht grundlose Unfälle bauen. Das mache ich später dann noch oft genug, vielleicht ja schon in der nächsten Episode. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall ein paar Episoden hiervon machen. Also einfach mal vorbeischauen, wenn du Bock auf mehr hast. Und jetzt brause ich noch ein bisschen hier die Straße runter und bin dann mal gespannt, was bei der DJ Bobo Mission so weitergeht. Wow. Heiliger Bambino. Mit Vollgas und Karacho neben der Spur. Ach, ist das schön. So klassische Musik kann ja auch ganz entspannt sein. Ich bin ja eigentlich mehr... Obwohl ich höre eigentlich Rock, Hip-Hop, vor allem auch Elektro beim Party machen. Wisst ihr ja von meinem DJ-Channel Aerocrow. Und da habe ich ja auch ein paar Sets, falls das wen interessiert. Ich lege auch nebenbei als DJ auf, mache meine Reisevideos und hier diese ganzen Gaming-Kram. Und mir macht alles Spaß. Und egal, was ich mache, Hauptsache ich mache doch irgendwas, oder? Plus die ganzen Firmen, manchmal weiß ich gar nicht, wo mein ganzer Tag hängt. Also der hat meistens da noch 15, 16 Stunden Nahkampf. Mit denen will ich auf jeden Fall mal boxen. Hey, da habe ich aber doch ganz gut gemacht, dass ich hier gelandet bin, oder Freunde? Liebe meines Lebens. Wir wollen Babys haben. Und gleich nach der Pause sprechen wir mit einem ehemaligen Street Artist. Sweet Tea, wie in der Szene genannt wird, möchte sein neues Buch promoten und eine brandneue Modelinie. Mit T-Shirts, Kappen und Schmuck. Äußerst bemerkenswert. Super! Das ist aber eine schöne Poolparty hier. Das gefällt mir. Da sollten wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge zugesellen. Vielleicht können wir sogar in den Pool springen. Yo! Das gute Handy! Das gute Handy! Oh mein Gott! Wird es in der nächsten Folge auch noch da sein und funktionieren? Ihr werdet es erfahren. Und was hat es mit Bobo auf sich? Und so weiter und so fort. Ja, alles das und noch mehr Brüste in der nächsten Episode. Bis dahin, liebe Freunde. Ciao.